Servus Leute, hier ist wieder euer Sawcard700 und heute gibt es wieder eine neue Forza Horizon 4 Folge. Und zwar werden wir sich heute mal alles im Forzaton Shop gönnen. Angefangen von der Hexennase bis zum Reventon. Einfach weil das seltene Gegenstände sind und ich glaube, die werden wir auch nicht mehr bekommen. So, dann den F355 Berlinetta. Ach, gönnen wir sich natürlich auch. Und den Reventon. So. Aber das ist nicht alles, was wir in der heutigen Folge machen. Also Forzaton. Oder soll man Forzaton machen in der Folge? Schauen wir mal, ob er sich ausgeht. Schauen wir mal. So. Zwei Super Wheelspins, danke. So, die kann ich ja nicht überspringen. Oh, nice! Eine Forza Edition. Ein RS4 und ein 240 SX. Auch nicht so schlecht, passt. So, jetzt werden wir gleich mal diese Veranstaltung hin teleportieren. Die da unten, diese Saisonveranstaltung. Na, wobei, Forzaton machen wir in der nächsten Folge. Wertvollstes Auto, Ford GT 40. Aha, interessant. So. Und für dieses Auto, ja genau, das mittlere, erreichen sie in den Rennen gegen drei Vatare sehr erfahren den ersten Platz. Ja, dann werden wir solo mal fahren. Der Sommer kommt. Super, dass du bei unseren Saisonmeisterschaften mitmachst. Ich glaube, die hier wird dir gefallen. Und dann könnten wir gleich mit Berlinetta fahren. Ja, komm, fahren wir gleich. Fahren wir gleich damit. Und ich hoffe, dass wir gleich was reißen. Und dass wir die Schwierigkeit nicht zurückschrauben müssen. Aber das wird schon passen. Ja, der geht eh flott. Vollgas! Alter, was fahren die ersten bitte für Autos? So, Vollgas, komm! Ich meine, wir haben eh drei Veranstaltungen Zeit, aber es ist halt geil, wenn wir schon in der auf dem ersten Platz schaffen würden. Dann haben wir später leichter. So. Und das ist auch der einzige Weg, wie man bis jetzt die Twin Mill bekommt in dem Spiel. Ich meine, die anderen Hot Wheels Autos werden sicher auch noch kommen. Ich glaube schon. Ja, wenn schon mal die Twin Mill drinnen ist im Spiel dann. Wow, wow, wow. Nein! Brücke.
Na sicher muss da eine Kante sein, eine unsichtbare Kante. Shit, jetzt habe ich es verkackt. Da vorne ist nämlich jetzt Ziel irgendwo. Das kenne ich nämlich von diesen Rennen. Müssen wir gleich zurückschalten. Scheiße! Nein, komm schon! Jetzt waren wir so gut und dann bei der vorletzten Kurve haben wir es verkackt. Komm, wie weit kann man da zurückspulen? Bitte noch weit genug, dass ich noch gescheit bremsen kann. Nein, es geht nicht mehr. Wurscht, müssen wir das Beste draus machen. Komm schon. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Egal. Müssen wir die nächsten Rennen besser fahren. So da la, so da la. Wo haben wir denn die nächsten? Da war eine. Komm, da teleportieren wir sich hin. Da werden wir jetzt nicht hinfahren. So viel Zeit haben wir nicht. Da, 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 da. Und weiter geht's. Mit unserem schicken Ferrari. So, jetzt werde ich aber noch Auto-Tunen gehen. So ein bisschen grob tunen, wo es halt so geht. Vieles ist eh gesperrt. Okay, alles ist gesperrt. Hi. Aber das werden wir jetzt schon schaffen. Perfekt, ohne Durchdrehen weggekommen. Jetzt passt das schon. Komm, Testarossa. Lass mich vor. Verdammte Kacke. Jetzt sind wir schon wieder so weit hinten. Also driften darf man mit dem Auto nicht, da haben wir zu wenig Schub dann noch. Komm schon! Wir müssen einen guten Platz einfahren. Ich glaube, das können wir schon wieder neu starten. Komm schon! Zieh durch!
komm, jetzt machen wir was Unfaires. Aber es geht um den Ruhm und die Ehre. Komm schon! Die Wall Slides müssen sich ausgezahlt haben. Leider schon wieder nur Zweiter. Aber ich muss rechnen, ob sie das. Geht sich. Nein, es ist schon wieder dasselbe am ersten, gell? Ferrari 2. Das geht sich, glaube ich, nicht aus. Na, das müssen wir neu starten. Ich glaube, es ist nämlich derselbe, ist vorher auch auf Platz 1 gefahren. Weißt du was? Wir schrauben einfach da mal oben. Einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind. Jetzt wird es wahrscheinlich viel zu einfach werden. Wow! Die Bremse hätten wir sonst schon tauschen. Alter Schwede. Na, da können wir gleich zurückspulen. Das wird nix. So, jetzt machen wir Jagd auf die ersten Mal. Aus dem zweiten geht das so scheiße. Warum ist das so? So, die Kurve müssen wir wieder durchziehen mit einem Schwung. So, ungefähr. Und jetzt haben wir es gleich. So, jetzt gehören sie uns. Vom Ziel. So, das ist unsere Kurve. So, jawohl. So, dann sind wir wenigstens mal vor dem. Jetzt haben wir auf Gleichstand ausgebaut. Ach nein! Das war doch ein anderer. Verdammt, dann hätten wir es gleich durchgehen lassen können in der ersten Runde. Egal. Das war nicht der. Ich hab fest geglaubt, das ist der, was das erste Rennen auch auf dem ersten Platz gefahren ist. Egal. Egal. So, dann können wir beim letzten wieder raufdrehen. Jetzt nehmen wir aber den Wheelspin noch mit, gach. Achso, der vorige Type A. Ist das. So,
teleportieren. Und dann fahren wir gleich mal die Twin Mill. Und schauen, wie sich die so fährt. Was wir da so tunen können. Veranstaltung Waldschrittchen. Jop, 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 jop. Da, ein Sprintrennen noch. Fahren wir wieder rauf. So. Passt. Und dann fahren wir das Rennen zu Ende. Die Ferrari gingen schon gut. Die bremsen da alle immer vor mir. Bisschen kann man schon in den Rückspiegel schauen, oder? Das ist ja nicht normal. So, eine Vollbremsung. Wir sind derweil top dabei, muss man schon sagen. Also jetzt schon langsam hat man das Auto im Griff. Ei, der muss dafür bremsen, für diese Schikane. Ja, Lotus ist halt kein Ferrari. So, eine langgezogene Kurve. Da bremse ich alle über. Dass man in der Leitplanke kann. Und wieder voll aufs Gas. Gas, Gas, Gas. Nice, das haben wir gewonnen. Mich interessiert ja, ob wir den Super-Wheelspin auch mitnehmen von der Hexenstufe. Aber ich glaube, das geht ja auch aus. Schau mal, was wir jetzt alles bekommen. Nice, gewonnen! Jawohl, alle drei haben wir. Super, super, super. Twin Mill, nice. Achso, na, Hupe kriegen wir. In der Halle des Bergkönigs, okay. Aber mich interessiert die Twin Mill viel mehr. So, passt. Danke fürs neue Auto. Ja, da vorne ist gleich unser Haus. Da werden wir gleich mal hinfahren. Und werden die letzten Straßenrennen noch fertig machen. Weil da fehlen uns nicht mehr viele. Also besser gesagt, ein Rennen fehlt uns noch. Dann haben wir da auch das Meisterschaftsrennen. Das können wir dann gleich in der Twin Mill absolvieren. So. Was haben wir denn alles für neue Autos? Ich tue da nämlich immer gleich einsteigen, einfach, dass das neu weg ist. Dann weiß ich in Zukunft, was ich wirklich neu bekommen habe. Und wenn wir da gleich drin sind, klatschen wir gleich mein Design drauf. Also, Forza Edition gegen eine die normalen, glaube ich, oder? Egal, wir werden schon... Na! Verdammte Kacke.
Muss mir dann einmal anschauen, welches das meist gedownload. Oh, das da. Das hat auch ein paar Downloads. Das auch, okay. Okay, der auch, der Camaro. Ja. Passt. So, weiter geht's. Ein RS4 haben wir auch neu bekommen. Nice. M5 haben wir auch neu bekommen. Können wir Driftauto draus machen? So. Sonder Civic haben wir neu bekommen. Oh, da habe ich sogar Design und eine Lackierung. Warten Sie, da ist ein Laden. Wandern dann schon. Könnt ihr übrigens downloaden dieses Design, falls es euch gefällt. Verdammt, wieso übernimmst du das Spiegelbild? Okay, das muss ich noch überarbeiten. Also das wird's dann. Wenn es die Folge seht, gibt es das wieder zum Downloaden. So, Twin Mill. Sonst, den da haben wir noch. Eigentlich sonst noch 240 SX. Und das war's. Oh, ein Scirocco S. Ja, passt. Und in der nächsten Folge werden wir dann in Käfer auspacken wahrscheinlich. So, jetzt steigen wir aber mal in der... Oh, geil! Neues Design. Das ist geil. Geil, geil, geil. Oder kann man das umblockieren? 50 Jahre Hot Wheels deswegen. Na, das ist schon geil, das Design. Felgen. Na, da hat er mal 50 Jahre Hot Wheels weg. Nein, das machen wir nicht. So, jetzt kommen wir zum Tuning. Und da machen wir gleich mal den Taschenrechner auf. Weil wir haben serienmäßig schon 1044. 1419 PS. Sollten wir ein Vollgas abgegradetes Auto machen? Ich weiß nicht. Allrad, okay, der hat nur Heckantrieb, interessant. Ach du Kacke. Na, das werden wir alles lassen. Rennreifen werden wir aber trotzdem drauf packen. Ja, nehmen wir die normalen. Vorne 265 und hinten 385. Ach du Scheiße. Dann lassen wir kleinere Felgen. Wollen wir da was anderes drauf packen? Wird man halt ordentlich Kilos einsparen mit solche da. Das muss halt Hot Wheels tauglich sein irgendwie. Und
sollte ich nicht umlackieren müssen. So irgendwas Goldenes oder so. Na komm, los mit dem Original. Lass mal die Originalen, müssen wir etwa anders abspecken. So. Federn. Driftfedern? Nein. Sollten wir einen Überrollbügel reinpacken? Komm, pack mal einen rein. Jetzt ein bisschen Gewicht abspecken. Komm, und jetzt machen wir Vollaufbau. Ist ja egal. Dann haben wir... Ach du Scheiße. Wir haben mehr KW, als wir vorher Base gehabt haben. Ach du Kacke. 1944 PS. Nice. Nice, nice, nice. 40.000 der Umbau, aber das geht schon. Jetzt ein bisschen ein Tuning. Bisschen ein Tuning. So, Ausrichtung. Machen wir so ein bisschen. Federn kommt ganz runter, der Hobel. Da machen wir das einmal so ein bisschen. Und jetzt werden wir sich das Kfz mal genauer anschauen. Ach du Kacke. Können wir das Getriebe anpassen? Wenn nicht, dann viel Spaß. So. Alter, da wird noch mal die Beschleunigung besser. Der Geist ist krank. Aber jetzt verlieren wir schon. So. Das ist der Höchstwert. Passt. 435 km/h sollten wir fahren. Können. Eigentlich gehört das ja ausgecheckt auf der Autobahn. Eigentlich gehört das ausgecheckt auf der Autobahn. So, da teleportieren wir sich jetzt mal her. Und dann pressen wir die Autobahn mal durch. Und schauen, was der Hobel so geht.
Alter! Es geht ja wirklich. Alter, und die Autobahn ist schon wieder aus. Alter Schwede, wie geil ist dieses Gerät? Oh, so gut. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt da vor drüben ein Rennen anschmeißen. Die Lichter sind ja echt extrem geil hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtig geiles Driftauto wäre. Aber ich glaube, mit Allrad war er dieses ultimative Auto für fahren wir gleich querfeld ein. Für Blitzerzonen und Blitzer. Weil einfach die Beschleunigung so der Hammer ist von dem Auto, dass alles zu spät ist. Veranstaltung Waldreden, Solo. Twinmill, na sicher fahren wir damit. Jetzt heizen wir mal ordentlich den Gegnern ein. Hey, die fahren ja mit den anderen Hot Wheels Autos. Die gibt's in dem Spiel. Sogar mit durchtrennte Reifen beschleunigt man schneller. Als einer, der was durchgehend Grip hat. Alter. Ja, verpiss dich dort, Windmill. Okay, wir hätten sollen den Allrad einbauen. Der macht uns jetzt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Hätten wir den noch eingebaut, hätten wir das ultimative Auto, das kann ich sagen. Ach du Kacke, geht das Heck leicht weg. Eine kleine Bodenwelle und du gibst Gas. Ma, die Gegner immer, da gäb's dann noch so letzten Stösser. Mit 10, ah, der ist schneller als ich. Nein, das geht nicht. Da geben wir noch einen kleinen Schubs. Und schicken ihn ins Nirvana. Prozent haben wir 70. Komm, jetzt laden wir die Kompressoren ordentlich durch. Verdammt! Reicht nicht. Aber das... Alter Schwede, so ein unberechenbares Kfz. Eieieiei. Ich hoffe, das reicht jetzt mit einem Einfluss. Jawohl, es reicht. Runde 10. So, einen Wheelspin, den nehmen wir natürlich mit. Und bevor wir das große Rennen fahren, werden wir noch mal einen Allrad einbauen.
Weil das geht sonst unmöglich. Damit sind wir bei den 12 besten Straßenfahrern des Festivals, die allesamt um den Meistertitel für das Straßenrennen bei Horizon kämpfen. Das ist der Kolossus. Bist du bereit? Wobei, wisst ihr was? Ich sehe die Strecken nicht einmal, so lang ist die. Und ich glaube, das wird mit der Zwinmill trotz Allrad richtig heftig. Also werden wir das in einer anderen Folge mit einem anderen Kfz fahren. Dann hätte ich gesagt, war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Channel, dass ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.